Hallo bei Bildner TV. Die kleine D3500 von Nikon ist die ideale Reisebegleiterin. Sie passt in jede Handtasche, ist super einfach zu bedienen und liefert gewohnt tolle Fotoqualität. Schauen wir uns doch mal an, was man im Urlaub mit ihr machen kann. Hallo, hier ist der Christian. Und die Caro. Hey Caro, ich nehme an, du hast mit der D3500 noch nicht so fotografiert, weil die ja brandneu ist. Aber du machst ja Urlaubsfotos. Was fotografierst du denn so im Urlaub? Ich fotografiere meistens meine Kinder natürlich. Klar. Und vielleicht auch mal so einen Sonnenuntergang, vielleicht ein bisschen Landschaft oder wenn man sich was anschaut, wenn man Städtetour macht, auch gerne mal so Kirchen. Das kann man natürlich alles mit der D3500, so wie mit vielen anderen Kameras auch, aber mit der D3500 kann man es wirklich noch ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Ich muss etwas vorausschicken. Ich bin eingefleischter Canon- und Fuji-Fotograf. Also ich benutze in meinem Studio vor allem Canon-Kameras und Fuji-Kameras. Und deswegen ist das Bedienkonzept der Nikon für mich jetzt nicht so geläufig. Aber ich muss wirklich sagen, als ich die 3500 hier in der Vorbereitung für unsere Videos ausprobiert habe, da war ich begeistert, muss ich neidlos zugestehen. Also diese Kamera, das Bedienkonzept ist genial einfach, ist klasse. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal an, was man mit dieser Kamera machen kann. Und als Aufhänger dienen eben wirklich Urlaubsmotive, die ganz klassischen Urlaubsmotive vom Kind bis zum bis zur Kirche und auch vielleicht mal ein bisschen Foodfotografie. Also das Essen ist ja heutzutage auch ein großes Thema, dass man eben Essen fotografiert. Ja. Gucken wir mal, wie wir die 3500 so einstellen, dass man mit der toll fotografieren kann. Ja, gern. Also, wir schalten die Kamera erstmal ein. Hier oben ist der übliche Ein-Ausschaltknopf, On-Off. Hier auf dem Monitor haben wir jetzt mal eingeblendet, was man auf dem Monitor der Kamera sieht, sobald man sie eingeschaltet hat. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem einfachsten Aufnahmemodus der Kamera an, nämlich hier auf dem Wahlrad, können wir das kurz zeigen. Hier ist das Programmwahlrad. Da dieses das grüne Symbol steht für die Vollautomatik. Also man kann, wenn man das grüne Symbol hier auswählt, quasi im totalen Sorglos-Modus fotografieren. Da muss ich nicht viel einstellen. Muss ich nicht viel denken. Das Einzige, was ich einstellen muss, ist tatsächlich die Brennweite. Also wie nah oder wie weit weg ist ein Motiv. Das stelle ich hier vorne am Objektiv, am Brennweitenring ein. Und ansonsten muss ich eigentlich wirklich gar nichts machen. Ich visiere ein Motiv an, drücke den Auslöser halb durch, die Kamera fokussiert automatisch, macht eine Aufnahme und fertig. Also dieser Rundum-Sorglos-Modus ist sicherlich eine Möglichkeit, im Urlaub zu fotografieren und quasi jedes Thema halbwegs anständig zu fotografieren. Schauen wir uns das nochmal hier am Monitor an. Sobald ich das Modus-Wahlrad verdrehe, wird hier auch eingeblendet, welches Programm gerade ausgewählt ist. Also wie gesagt, hier die Automatik. Und dann kommen Werte zur Belichtungszeit, zur Blende und zur Empfindlichkeit. Also das sind die drei wichtigsten Werte, die für die Belichtung, also für die Helligkeit eines Fotos zuständig sind. Und die werden mir hier angezeigt. Wie gesagt, wir sehen jetzt hier auf dem Monitor, was ich normalerweise auf dem kleinen Monitor der Kamera sehe. Also ich habe immer die Werte im Blick, was jetzt für mich persönlich auch sehr sinnvoll und klug ist, da ich lernen kann, mit welchen Belichtungswerten bestimmte Motive fotografiert werden. Wenn ich jetzt eine Landschaft fotografiere und im Vollautomatikmodus einfach die Kamera in die Landschaft halte, ein kurzer Blick auf den Monitor zeigt mir, das sind jetzt die Werte, die die Kamera mir eingestellt hat. Da kann man was dran lernen, also wenn man das denn möchte. Ich persönlich finde es immer ganz sinnvoll, wenn ich dann auch wirklich mal rekapituliere, welche Werte sind denn jetzt eigentlich relevant oder welche sind sinnvoll. Andererseits gesehen, wenn jetzt die Kamera ein Motiv hat, das sehr schwierig zu belichten ist, zum Beispiel ein Gegenlichtmotiv, Sonnenuntergang ist ganz klassisch, da kommt das Licht von vorne und im Vordergrund soll alles dunkel sein, dann kann es sein, dass die Kamera Schwierigkeiten hat zu belichten. Dann zeigt mir die Kamera aber auf dem Monitor die Belichtungswerte an und wenn ich dann, nachdem ich mein Foto gemacht habe, feststelle, ups, das ist ja viel zu dunkel oder viel zu hell, je nachdem, dann weiß ich, das waren die Werte, die die Kamera vorher eingestellt hat, also kann ich jetzt eingreifen und kann sagen, okay, jetzt fotografiere ich in einem anderen Modus, in einem manuellen Modus oder in einem halbautomatischen Modus und verändere die Belichtungswerte.
Wie gesagt, es ist schon ein Schritt weiter, aber ich finde es absolut sinnvoll, dass man immer mal wieder einen Blick auf die Belichtungswerte wirft, um zu sehen, was sind so die Belichtungswerte, die ich in Standardsituationen brauchen kann. Ja, du sagtest ja vorher, das Thema Essen ist ja auch immer sehr wichtig im Urlaub. Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt so ein schönes Abendessen fotografieren will? Mal abgesehen vom Arrangement, von der Lichtstimmung, die jetzt die Kamera ja nicht beeinflusst, würde ich die Kamera jetzt nicht in der Vollautomatik betreiben. Das ist zwar eine Möglichkeit, aber Food-Fotografie ist ja eher sowas wie eine Nahaufnahme. Mhm. Und dafür hat die Kamera, wenn man hier das Wahlrad hier oben verdreht, auf das Symbol der Tulpe, Moment, ich schalte es nochmal kurz ein hier, Tulpensymbol. Mhm. Die Tulpe symbolisiert immer das Programm für Nahaufnahmen, für Close-Ups. Und gerade Food-Fotografie, das ist ja wirklich Close-Up. Also da gehe ich nah an den Teller, an die Speise ran. Und da würde ich dann wirklich eher mit dem Programm arbeiten, weil die Kamera dann andere Belichtungswerte, andere Prioritäten setzt als mit der Vollautomatik. Also dieses Programm einstellen, Food-Fotografie, und dann funktioniert es auch normalerweise auch relativ reibungslos. Was problematisch werden kann jetzt bei Food-Fotografie, bei Nahaufnahmen allgemein, wenn ich jetzt hier das mal simuliere, dann kann es passieren, jetzt in dem Fall nicht, weil es hier relativ hell ist, aber wenn ich jetzt in einem schummrigen Lokal sitze und ich habe nur Candlelight, dann kann es passieren, dass die Kamera den Blitz ausklappt automatisch und dann blitzen möchte. Mhm. Das muss nicht unbedingt zu guten Fotos führen. Es kann sein, die Kamera ist da relativ intelligent. Also das Blitzsystem der D3500 ist auch sehr dezent. Also da knallt nicht einfach nur der Blitz raus, sondern die Kamera misst auch tatsächlich ein Motiv aus und steuert den Blitz in der Leistung dann so dezent, dass das Motiv zwar aufgehellt wird, aber nicht völlig überstrahlt wird. Also man kann sich ganz gut darauf verlassen. Okay. Zumindest nach meiner Erfahrung. Das funktioniert nicht immer. Jedes Automatikprogramm, auch dieses Nahaufnahmeprogramm, hat so seine Tücken, beziehungsweise man muss einfach ausprobieren. Wenn es wirklich nicht geht mit der Automatik, mit einem Automatikprogramm, muss ich manuell fotografieren. Mhm. Aber wir reden ja hier immer noch um den Einstieg mit der 3500. Und hast du denn auch einen Tipp für uns, wenn man zum Beispiel große Gebäude oder so fotografieren möchte? Für große Gebäude in hellem Sonnenlicht würde ich tatsächlich wieder auf die Vollautomatik gehen. Beziehungsweise, was auch ganz interessant ist an der Kamera, schauen wir das nochmal hier auf dem Monitor an. Der Guide-Modus. Zum Guide-Modus, das ist quasi eine Sektion, da gibt es ganz verschiedene Motivwelten, die man fotografieren kann. Zum Guide-Modus machen wir noch ein extra Video. Da kommt nochmal was, weil der sehr umfangreich ist. Also das werden wir extra nochmal besprechen. Aber jetzt schauen wir uns den mal nur grundsätzlich an. Ich schalte am Programmwahlrad den Guide-Modus ein und habe jetzt diese Monitoranzeige. Mir geht es jetzt hier ums Fotografieren. Das heißt, hier ist der Fokus auf dem Fotografieren. Ich kann über die Wahltasten hinten auf der Kamera die einzelnen Bereiche durchschalten. Wir bleiben jetzt mal beim Fotografieren und ich drücke OK. Und jetzt kommen zwei Sektionen, Einsteiger und Fortgeschrittener. Ich gehe jetzt bei den Einsteigern, klicke nach rechts und hier kommen jetzt verschiedene Programme, die ich verwenden kann, für bestimmte Motivsituationen. Das wird hier immer gleich angedeutet. Hier zum Beispiel die Nahaufnahmen. Weil die Nahaufnahmen so wichtig sind, weil man die so häufig braucht, gibt es eben ein extra Programm auf dem Programmwahlrad. Aber wie gesagt, hier der Guide hat auch nochmal Nahaufnahmen drin. Bewegte Motive, Porträts, Nachtporträts, hier nächtliche Landschaften. Ist wirklich einfach. Es ist alles drin. Ich glaube, da würde ich auch klarkommen. Ich denke, deswegen war ich vorhin auch so begeistert von dieser Kamera. Also das Bedienkonzept von der Kamera ist klasse. Ist ganz, ganz toll. Mhm. Hier, was jetzt hier tatsächlich, was mir persönlich jetzt auffällt, viele Kameras haben eigene Programme zum Thema Landschaft. Das findet man jetzt hier in dem Guide-Modus nicht. Auch auf dem Programmwahlrad ist kein Programm speziell für Landschaften. Das liegt vermutlich daran, dass man in der Automatik, im Automatikmodus die Landschaften ganz genauso fotografieren kann. Okay. Also wenn ich jetzt Landschaften habe oder jetzt Gebäude, wie du gefragt hast, dann würde ich im Automatikmodus arbeiten. Okay, kann oder ich nichts falsch machen. Oder ich suche mir halt jetzt hier im Guide-Modus, zum Beispiel wenn ich nachts unterwegs bin oder in schlechter Beleuchtung, dann wäre hier die nächtliche Landschaft das Motivprogramm, mit dem ich fotografieren würde. Mhm. Mal ganz konkret, wie schaffe ich es denn, meine planschenden Kinder im Meer zu fotografieren? Da würde ich jetzt in den Guide-Modus gehen, so wie wir ihn vorhin eingeschaltet haben, wieder am Wahlrad hier auf Guide stellen, dann Fotografie drücken und hier aber jetzt nicht die Einsteiger, sondern
die Sektion Fortgeschrittene. Okay, haben wir schon im fortgeschrittenen Modus? Wir sind schon im Fortgeschrittenen. Planschende Kinder sind fortgeschritten. Das ist Bewegung, das Wasser, das ist schon fortgeschritten. Und da schauen wir mal. Also wir haben hier mehrere Programme. Da hätte ich jetzt eine Möglichkeit, Bewegung einfrieren. Personen, also planschende Kinder sind ja auch quasi Bewegung. Mhm. Und wenn ich das Wasser jetzt wirklich in der Bewegung einfrieren möchte, ist das hier eine Möglichkeit. Also da kann ich jetzt meine Kinder irgendwie bei der Action, ob das jetzt beim Planschen ist oder beim Sporteln oder beim Radlfahren, wie auch immer, das ist so ein Programm, da könnte ich wirklich meine Kinder mit fotografieren. Also den könnte ich auswählen. Bewegung einfrieren, Fahrzeuge, gut, das ist jetzt weiter weg. Und größere Motive, fließendes Wasser, das ist, da darf man jetzt, also jetzt könnte man auf die Idee kommen, meine planschenden Kinder hier mit Fließen des Wassers darstellen. Aha. Das ist eine Langzeitbelichtung. Also da geht's eher um diesen Effekt, dass Wasser so ganz duftig irgendwo vom Wasserfall runterfällt, so weich aussieht. Also das hat nichts mit planschenden Kindern zu tun. Jetzt das wäre jetzt total angebracht. Verwaschen. Also das ist nicht das richtige Programm. Aber gut zu wissen. Weil wir vorhin von Sonnenuntergang geredet haben, hier gibt's auch noch ein Programm Sonnenuntergänge einfangen, weil es halt wirklich ein schwieriges Thema in Sachen Belichtung ist. Wenn die Sonne von vorne kommt und alles im Vordergrund dunkel bleibt, also alles silhouettenartig dargestellt wird, was jetzt im Vordergrund vor der Sonne steht. Dafür gibt es dieses Programm und das funktioniert auch relativ gut. Also ich stelle das ein und dann fängt es mir den Sonnenuntergang wunderbar ein. Genau. Toll. Schauen wir noch kurz, weil das ganz witzig ist, helle Fotos aufnehmen und dunkle Fotos aufnehmen. Dieses helle Fotos aufnehmen, ein Tipp für alle, die vielleicht auch mal eine Hochzeit fotografieren möchten. Brautkleider sind ja extrem hell normalerweise. Also dieses Programm helle Fotos aufnehmen würde ich jetzt in dem Fall verwenden, weil es geht darum, bei hellen Motiven Details nicht überzubelichten. Weil wenn ich ein helles Motiv zu hell aufnehme, gehen die Details verloren. Und bei einem Brautkleid ist es natürlich höllisch schwierig, die richtige Belichtung zu erwischen und die Details des Brautkleids dadurch überstrahlen zu lassen. Deswegen ist das Programm eigentlich ganz witzig dafür. Also das reduziert dann die Belichtung, dann ist dezenter und passt auf, dass die Details auch wirklich erhalten bleiben. Schön. Apropos Brautkleid und Hochzeitsfotos, da haben wir ja auch ein tolles Video dazu gemacht. Findet ihr hier. Hast du denn noch ein paar Tipps auf Lager, die man noch beachten sollte? Es gibt natürlich noch ein paar so allgemeine Tipps jetzt für Urlaubsfotos, die jetzt nicht unbedingt nur auf die 3500 zutreffen. Man sollte seine Kamera, wenn man irgendwo am Strand unterwegs ist, da hatte ich schon eigene Erfahrungen, sehr unangenehme, vor Staub schützen, vor Wasser schützen. Sand. Sand ist Hölle. Also wenn Sand irgendwo reinkommt, das sind halt dann doch einige mechanische Teile in der Kamera. Wenn da Sandkörner drin sind, da kann die Kamera wirklich kaputt gehen. Also das ist so ein Tipp, immer vor Wasser und vor Staubschützen. Die D3500 ist keine Profikamera. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Profikameras sind normalerweise schon von Haus aus durch bestimmte Dichtungen gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das ist bei der 3500 nicht so. Die ist zwar robust, aber jetzt man muss schon vorsichtig sein. Wie ist es mit Sonne? Ist eigentlich kein Problem. Ich würde nie direkt in die Sonne fotografieren oder auch nicht die Kamera im eingeschalteten Zustand länger in die Sonne richten, weil sie sich das Innere erwärmen kann oder so. Normalerweise sollte jetzt nichts passieren, aber ist eigentlich jetzt kein großes Thema. Lieber vorsichtig. Ja, lieber vorsichtig sein. Ja. Ansonsten, ich würde mir immer zu der Kamera auch eine kleine Tasche dazu mitnehmen, um sie einfach zu verstauen. Ersatzakkus sind immer ein Thema. Die Akkus halten zwar ewig, aber trotzdem, ein Ersatzakku ist immer dann immer, gut. Immer wenn es wichtig ist, dann hat man es nicht. Ja, genauso wie Speicherkarten. Also SD-Karten sollte man auch immer 2, 3, 4, 5 dabei haben, eher 6. Ich habe immer so viele wie möglich, nehme ich immer mit. Das ist so eine Sache. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben ja hier in diesen Aufnahmeprogrammen gesehen, sind auch Aufnahmeprogramme für Motive im Dunkeln dabei. Und wenn Motive im Dunkeln fotografiert werden, heißt es normalerweise, die Belichtungszeiten werden länger. Ein Stativ, also ein kleines Reisestativ, hätte ich im Urlaub mit der Kamera auch immer dabei. Ansonsten ist man mit dieser Kamera und so einer wie jetzt beschriebenen Grundausstattung absolut glücklich und für alles im Urlaub eigentlich gerüstet. Ja, super. Noch eine Sache vielleicht, dieses Standardobjektiv, das dabei ist, ist ein 18 bis 55 mm Objektiv. Das heißt, die Brennweite hört irgendwo im Porträtbereich auf. Aber wenn ich denn jetzt mal, was weiß ich, ein bisschen Natur, also
Vögel im Baum oder irgendwie Tiere auf der Safari fotografieren will, dann bräuchte ich ein länger brennweitiges Objektiv, um Sachen noch mehr herzuholen. Also das ist so eine Sache, ein Objektiv mit einer längeren Brennweite, ein Zoom-Objektiv, wäre vielleicht noch eine Sache, über die man nachdenken sollte, wenn man in den Urlaub fährt. Ist nicht unbedingt nötig, aber naja. Wenn man es nicht dabei hat, ärgert man sich, wenn man vor irgendetwas steht, das weit weg ist, das ich jetzt einfach nicht rankriege. Das stimmt. Und es ist alles nachzulesen in dem Buch D3500 Nikon. Abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Wir machen mal mehr Videos zum Thema Fotografie, auf alle Fälle. Kommt auch noch was? Klar. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald bei Bildner TV. Bis bald, ciao. Ciao.